Hallo, schön, dass du wieder da bist bei diesem neuen Video. Heute geht es um ein Thema, was wir selbst gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, was aber so wertvoll ist, weil es so einfach umzusetzen ist. Erinnerst du dich an Bob Proctor, vielen wohl bekannt aus The Secret? Er hat eine geniale Idee gefunden, wie man die Lehren von Masaru Emoto mit dem Zauber der Affirmationen verbinden kann. Es geht darum, dass man seine Wünsche, seine Träume buchstäblich herbeitrinken kann. Das Ganze mit einem Glas Wasser. Kein Zauberstab, keine magischen Gegenstände, sondern schlicht und einfach Wasser. Ist das einfach? Ja, und genau deshalb ist diese Methode so genial. Du brauchst also ein Glas Wasser und 6 Worte, die wir dir im Laufe des Videos natürlich mitteilen werden. Du kannst mit dieser Methode alle Themen deines Lebens bearbeiten. Die Liebe, die Gesundheit, den Job, den Reichtum, die Beziehungen, einfach alles. Aber lass uns erstmal erklären, wie das Ganze funktionieren kann. Vielleicht hast du schon von dem berühmten Wasserexperiment von Dr. Masaru Emoto in den 90er Jahren gehört. Falls du nicht mit der Arbeit von Emoto vertraut bist, erklären wir dir kurz, was er erforscht hat. Er nahm Wasserproben von derselben Quelle, lagerte sie in verschiedenen Behältern und klebte verschiedene Worte darauf. Oder ließ sie von Studenten besprechen. Emoto begann, die kristalline Struktur von Wasser und Eis in verschiedenen Einstellungen zu fotografieren. Er fand heraus, dass Absichten tatsächlich die kristalline und molekulare Struktur von gefrorenem Wasser beeinflussen. Positive Emotionen, die dem Eis zugesandt wurden, schienen die Kristalle harmonischer zu gestalten, während negative Emotionen sie chaotischer wirken ließen. Er testete das Wasser, indem er verschiedene Arten von Musik abspielte. Klassische Musik erzeugte gut geformte Kristalle, während Hardrock unregelmäßige Kristalle hervorbrachte. Er klebte in weiteren Versuchen positive und negative Worte auf die Wasserbehälter. Worte wie Liebe und Dankbarkeit erzeugten schöne, perfekte Kristalle, während negative Worte keine Kristalle oder unschöne erzeugten. Hier kommst du und dein Körper, genauer deine Zellen, ins Spiel. Dein Körper besteht ja auch zu 70-80% aus Wasser. Das betrifft also auf mikroskopischer Ebene jede Zelle deines Körpers, einschließlich deines Gehirns. Das bedeutet, dass Gedanken, Worte und Bilder den Zustand von Wassermolekülen beeinflussen, also Worte und Gedanken eine Wirkung auf physische Materie haben, also auch auf deine. Es geht gar nicht anders. Auch andere Studien haben gezeigt, dass Wasser Gedächtnis hat und auf Bewusstsein reagiert. Forscher haben sogar nachgewiesen, dass jeder Wassertropfen eine andere Erinnerung hat. Diese Erinnerungen änderten sich basierend auf der Emotion, die in das Wasser eingebracht wurden. Diese Erkenntnisse zeigen, wie Gedanken und Absichten Energie erzeugen, die Materie positiv oder negativ beeinflusst. Warum sich das also nicht selbst zunutze machen, damit das eigene Leben und somit auch das Leben der Menschen im direkten Umfeld verbessern? Lass uns das also nutzen wie folgt. Du nimmst ein Glas Wasser. Dieses besprichst du. Simpel, aber äußerst effektiv. Es ist ja sowieso etwas, was wir jeden Tag tun. Wasser trinken. Also warum das Ganze nicht für ein besseres Leben nutzen? Die 6 Worte, die ich dir gleich mitteilen werde, sind äußerst mächtig. Danke Gott für die Segnung mit. Hier fügst du ein, was du möchtest. Du kannst auch das Wort Universum oder Engel verwenden, wenn du das Wort Gott auch aus welchen Gründen auch immer nicht magst. Nehme die Kraft, die dir am liebsten ist, mit der du am meisten konform gehst. Schreibe deine Wünsche, Affirmationen und Träume auf ein Blatt Papier und wiederhole diese Worte, bevor du das Wasser trinkst. Konzentriere dich dabei auf das Wasser in deinem Glas. Visualisiere dabei auch die perfekten Strukturen, die das Wasser bildet, wenn du es positiv besprichst. Und natürlich deinen erfüllten Wunsch. Du kannst das am besten jeden Morgen tun oder vor dem Schlafen gehen. Taste dich langsam heran, mit der Zeit wird es zur Gewohnheit werden. Auch am Mittag kannst du das natürlich machen. 3-mal am Tag wären schon ideal. Mache dies über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen und sei gespannt, wie sich dein Leben verändert. Hier nochmal der Ablauf. Du füllst ein Glas mit Wasser. Du konzentrierst dich auf die 6 Worte. Danke, Gott, Universum, was immer du sagen möchtest, für die Segnung mit. Hier fügst du ein, was du haben möchtest. Beispiele. Danke, Gott, für die Segnung mit Gesundheit. Danke, Universum, für die Segnung mit Liebe. Danke, Gott, für die Segnung mit Fülle. Danke, Universum, für die Segnung mit guten Beziehungen. Und so weiter. Sei kreativ. Falsch machen kannst du gar nichts. Die 6 Worte beziehen sich übrigens nur auf den Hauptteil, also der Teil mit Danke Gott, Universum oder was du sagen magst, für die Segnung mit. Wenn es also mehr Worte werden, ist das völlig okay. Nur fasse dich möglichst kurz und sei klar in der Formulierung. Wir sind sehr gespannt, wie deine Erfahrungen sein werden und freuen uns über Berichte in den kommenden Tagen von dir in den Kommentaren.
Achte auch auf Zeichen, die klar darauf hinweisen, dass dein Leben sich ins Bessere wandeln wird. Fallen dir auch noch gute Punkte ein, mit denen man das Wasser besprechen könnte? Dann schreibe bitte auch diese gerne in die Kommentare. Abonniere auch gleich den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.